Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Somewhere Over the Hills. So, gestern habe ich euch ja gesagt, ich muss hier erstmal Server neu starten, oder warte, bis der Server neu gestartet ist. Habe ich auch gemacht, war online, was passiert, Spiel kackt ab. Warum? Weil Windows ein Update gemacht hat. Alter, diese Session ist wieder so, die ist sowas von problembehaftet. Es ist anstrengend, einfach nur anstrengend. Was ich zwischendurch mal gemacht habe, was offensichtlich zu funktionieren scheint, ich habe das mal so ein bisschen umgebaut. Meine Vermutung, also wirklich nur meine Vermutung ist, dass wenn die Maschinen hier nebeneinander stehen, dass die Füllstandsemitter sich irgendwie ja ins Gehege kommen. Ich habe also die beiden, weil das hatte dann irgendwann war alles wieder schick gewesen, aber die beiden, Zinn und Silber, wollten dann wieder nicht. Also habe ich da einfach mal eine Etage höher gesetzt, habe das mal so versucht, so ein bisschen hier wieder auseinander zu kriegen hier, was ja doch gut funktioniert hat. Und es sieht danach aus, ohne jetzt zu lügen, dass das alles so schicki ist. Also wenn gerade ist hier Stillstand, ne, wird nicht produziert, weil wir haben ja über 3000 drin, ne? 3000 habe ich als Limit eingestellt. Ihr merkt, die Welt lädt noch, ich bin nämlich gerade erst online gekommen wieder. In einer halben Stunde. So, wir haben gerade keine Eimer mehr im System, sprich, wir haben auch keine Cloth Rates mehr. Ja, haben wir tatsächlich nicht. Ist alles hier noch in Vorbereitung. Alles klar. Ihr seht hier, es ist alles nur mit dem Pulver. Eimer-Slots sind leer, kann also nicht überlaufen und verstopfen. Und hier, ja, ich würde sagen noch, das ist jetzt ungefähr, das waren jetzt hier zwei Tage. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, in einer Woche, doch nach dem aktuellen Stand, in einer Woche ist hier alles dicht. Ne? Haben wir hier drei Inventare von der Large Storage Crate komplett voll. Ist eine ganze Menge. Auf alle Fälle dürfte sich das hier denn langsam nicht mehr... Boah. Ich sag mal, wir brauchen zwar ja nicht mehr so viel Signalum oder Aluminium, eigentlich. Enderium eigentlich auch nicht mehr so wirklich, aber... Naja, bevor mir die Cladrates irgendwie überlaufen, habe ich dann lieber die Barren im System. Ja, gut, das nur so viel dazu. Was wir jetzt brauchen, das war die Sache mit, die Metallpresse. Okay, dann machen wir jetzt nämlich da weiter. Da fällt mir gerade ein, ich brauche wahrscheinlich gleich wieder den Engineer's Hammer. Da haben wir ihn. Jetzt geht dasselbe Spiel wieder los wie letztes Mal. Wie hieß das Ding? Metallpresse. Da, die wollte ich haben, genau. Das ist wieder alles viel zu schnell hier, komme ich doch schon wieder nicht hinterher. Gib mir doch mal ganz kurz hier... Kann ich mir nicht merken. Das sind die Scaffold in der Engineers Block. Okay, alles klar. Das sollten wir vielleicht hinkriegen. Ich habe noch keine Ahnung, wie rum ich das mache. Ja, so. Der Engineers Block, den haben wir hier. Die Conveyor Belts. Ja. Oh, jetzt habe ich ja das Problem mit Zap, Zarab. Ja, diesen leichten Anzeigebug. Nervt so ein bisschen, aber ist okay. Menno. Gib mir doch mal jetzt hier was. OpenGL-Fehler 1283 Stack Overflow. Was? Wo kommt denn die Meldung her? Was? Warum? Weshalb? Ich bin verwirrt. Muss den Kolben noch irgendwie hin...
OpenGL-Fehler 1283 Stack Overflow. Ja, ist interessant. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich... Hier muss ja die Presse hin. Die Frage ist jetzt, wie sah denn das Ding vorher aus? Ich weiß es nicht. Wartet mal. Jetzt muss ich es denn doch mal live in Aufnahme machen, was natürlich gerade völlig daneben ist. Ich muss da mal ganz kurz googeln. So, dann muss ich mir das doch mal echt hier gucken hier. Gucken wir mal auf Bilder. Aha. Aha. Okay. Das ist auch nicht schlecht. So, den setzen wir dahin. Der Kolben muss eigentlich... Ja, warte mal, der Kolben muss ja eigentlich hier hin, aber der kommt oben drauf. So. Der muss natürlich wieder ab. Und normalerweise, denke ich mal, muss da wahrscheinlich der Kolben nach unten zeigen, oder? Also denke ich mir jedenfalls mal so. So. Könnte das jetzt was gewesen sein? Habe ich jetzt richtig geraten? Ah, hab ich. Sehr schön. Okay, das funktioniert schon mal. Das könnte jetzt hier der Strom, das Stromding sein, oder? Ich weiß es nicht. Reinkicken kann ich hier jedenfalls nicht. Braucht der überhaupt Strom? Warte mal, was passiert denn, wenn ich jetzt hier... Warte mal, wir gehen mal kurz mal... Ich bin mal ein Stück Eisen oder sowas. Magnet mal kurz aus, wenn ich den jetzt hier rindroppe. Ja. Ist jetzt aus dem Inventar verschwunden. Sehr schön. Hä? Eine Magnetkarte drin? Nee, hab ich... Oh, wo ist denn... Hallo? Okay. Aha. Passiert schon mal nichts. Was ist denn das für ein Anschluss? Braucht das Ding Strom oder nicht? Ich kann hier nicht rinkicken. Ich kann hier nicht rinkriegen. Aber warte mal. Ich hatte doch das Problem, dass ich irgend... Ach, guck mal, das sind die beiden Eisenbahnen wieder. Kann ich hier andere Sachen wenigstens gucken? Nee, kann ich nicht. Warte mal, ich muss ja hier wieder... Wo haben wir das denn? Die... werden die mit C geschrieben hier oder... Ja, werden sie. Alles klar. Wenn ich die herstellen will in der Presse. Achso, dann brauche ich erstmal Ditte hier. So. Dann brauche ich erstmal noch eine Zange. Viel Stahl. Warum nicht eigentlich Stahlplatten? Achso, ja klar. Um das Muster herzustellen, aber. Das war in der Workbench. So. Alter, bin ich verwirrt. So, jetzt nochmal. Stil. So, Stil haben wir hier. Hab ich noch einen Hammer, noch einen angefangenen hier? Hab ich auch. Das ist sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich brauche diesen komischen Cutter. Den haben wir auch. So, wie ist denn das? Wenn ich jetzt hier so... Ich habe ja einen Blueprint drin. Machen wir diesen. Haben wir den hier. Und dann das da. Aha. Und was mache ich jetzt damit? Wird hier irgendwie rinklitzen? Naja, zumindest ist es weg. Redstone Control. Ach so. Das könnte sowas wie ein Schalter sein, oder? Ich meine, die brauchen ja alle einen Hebel. Warte mal, dann gucken wir mal.
Nee, nicht Andesit. Jetzt müssen wir mal gucken hier. So, und dann haben wir nochmal, wo haben wir denn hier Holz? Wo haben wir die Stecker? Stöckchen. Das sind die Treated-Stöckchen. Treated-Stöckchen will ich nicht. Habe ich keine Stecker mehr da? Nö, habe ich nicht. Auch nicht schlecht. Ja, komm, machen wir kurz diesen hier. So, zack. Hatte ich ein paar mehr. Ist auch in Ordnung. So, mal kurz einen Hebel nehmen. Warum hatte ich gerade einen Stack drin? Alter, Verwalter. So, was ist denn jetzt? Geht so mache? Ist er an? Ist er aus? Keine Ahnung. Was mache ich jetzt hiermit? Hier muss ich jetzt irgendwas drin schmeißen, wa? Aber die Dinger hier. Diese Top-Graphit, was weiß ich. So, das muss ich aber erstmal herstellen, indem ich. Ach, die Kacke, ich brauche jetzt erstmal sowas hier. Okay, mit Coke das. Dafür braucht ihr einen Industrial Squeezer. Wie groß ist der denn eigentlich? Gut. Wird ja interessant. Ich brauche den Industrial Squeezer und dann kommen die Dinger raus. Danach muss ich die Dinger irgendwie, ja, könnte ich auch in einem Arc Furnace brutzeln, dass die Dinger rauskommen. Ich würde jetzt gerne bei der Etage so ein bisschen auf Immersive Engineering bleiben. Oder? Macht man das so? Okay, dann gucken wir uns mal an, was wir hier in das so Quatsch. Ich kann mal hoffen, dass das Buch wieder funktioniert. Wäre ja doof, wenn es nicht so ist. OpenGL-Fehler. Wenn ich mir dieses Buch. Mit Rechtsklick öffnen, kommen wir schon mal einen Meter weiter. Okay. Was ist denn, wenn ich den squeeze? Ist das der hier? Das ist nur ein Squeezer. Industrial Hemp. Nee. Ich brauche den Squeezer, oder? Ich will jetzt hier nichts falsch machen. So, nochmal hier. Graphit hier. Komm mal her hier. Graphit. Um die Dinger herzustellen, brauche ich Ditte. Und wenn ich das herstellen will, Industrial Squeezer. Mit was läuft denn der jetzt hier eigentlich? Naja. Okay, jetzt geht diese Spielerei wieder los. Look like you mean Orphans. Achso, okay. Also ich gehe mal davon aus, dass es der hier ist. Justice Little of Organ. Organische Materialien. Okay. Nee, das ist der nicht, weil wenn das Squeezer ist Multiblock Struktur, bla bla bla. Und presst hier Saft oder Öl aus irgendwelchen organischen Materialien. So. Braucht halt, nutzt dazu halt einen großen Kolben, so. Die Tutorials wird shown above from using Engineer Summer, la, Wooden Barrel. Das kann der nicht sein. Gibt's denn hier noch einen anderen Squeezer oder sowas? Oder schreibe ich hier einfach irgendwas verkehrt? Warte mal. Industrial, hast du nicht gesehen? Nee, ist es auch nicht. Das sieht mir ganz danach aus, als wenn hier irgendwas nicht so richtig. So, die braucht sowas hier. Industrial Squeezer. Naja, ich muss die Dinger herstellen. Ich muss das herstellen, aber wie kriegt das jetzt hier? Das ist alle, dafür brauche ich dann wieder Ditte und brauche Ditte und dann brauche ich Ditte. Ich muss den Coke Dust herstellen. Den Coke Dust, den brauche ich bloß crushen. Da brauche ich den Crusher. Das ist relativ. Easy. Aber wieso? Naja, vielleicht ist er das ja doch. Laut Beschreibung. Naja, presst der Saft oder Öl. Ich meine. Ich würde sagen, probieren wir einfach mal. Weil. Squeeze.
gesagt. Andere Idee hätte ich jetzt tatsächlich nicht. Jetzt geht das wieder los. Play. So, hier, komm. Jetzt. Nein! Oh. Hä? Okay. Was brauchen wir denn? Okay. Probieren wir mal. Wir brauchen erstmal 6x Steel Scaffolding. Gehen wir wirklich mal der Reihe nach wieder durch hier, weil... So, Scaffolding. Toll, fehlt einer. Ach Gottchen. So, Steel Scaffolding. So, können wir uns hier noch einen machen hier erstmal. Haben wir erstmal da. Achso, zwei Fluid Pipes. Habe ich die vielleicht noch irgendwo drin? Habe ich die schon mal irgendwo verwendet habe? Habe ich tatsächlich. Okay, die haben wir also auch. Was brauchen wir jetzt noch? Wieder OpenGL. Was ist denn hier los? Was ist denn mit dieser Session los? So, jetzt wieder hier. Rechtsklick mit Shift. Und schon wird das wieder, oder was? Was ist denn Problem, Mann? Das macht doch langsam keinen Spaß mehr hier. Was ist... Ach, drehen kann ich's auch? Ist ja witzig. Ölverarbeitung. Da haben wir nicht drin. Hier Heavy Machine wahrscheinlich. War Metallpresse, Crusher, Mischer, Squeezer. Da haben wir einen. Stack Overflow. Es ist doch... Es nervt. Wer hat das gemacht? Nein! Was ist denn los? Warum? Nein, gib mir doch mal. Ich muss wenigstens... Ja. Da haben wir es wieder. Okay. Ein Redstone Engineers Block und zweimal Light. So. Den Engineers Block hier. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Da. Und zwei... Verdammt. Wie hießen die Dinger? Was war das? Stack Overflow, komm. Leck mich! Was hab ich denn gemacht? Ich klick's hier einfach nur... Oh, nee. Hä? Hier, da klickt irgendwas. Warum? Da! Achso, Light Engineers? Oh, könnt mir ja nie merken, ey. Entschuldigt. Oh. Okay, Light Engineers Block, alles klar. Haben wir noch hier zwei... Anlass machen hier Light... Nee, haben wir nicht mehr. Light Engineers Blöcke. Hier, so, davon brauchen wir jetzt zwei, haben wir gesagt. Die haben wir so, ja. Den brauchten wir, glaube ich... das ist Fermental Wooden Barrel. Aha. Oh, kriegen wir das noch hin? Nee, kriegen wir natürlich nicht hin. Wie viel wurde davon? Vier oder so, wa? Hallo? Das könnte jetzt gerade ein bisschen knapp werden mit meinem. Ey, hat das genau gereicht? Achso, warte mal. Nein. Ugh. Ey, die klickst du hin und her. Okay, dann brauchen wir noch einen Kolben. Und... Warte mal, wie viele Fenster brauchten wir noch? Das waren die zwei, haben glaube ich nicht gereicht, wa? Geht das wieder los? Ja, da! Drei. Ach, Steel Fenster. Okay, alles klar. Hm, halt, das war falsch. Steel Fenster. So. Jetzt klick. So, Steel Fenster. Reihe. Nur haben wir ja. Gut. Okay. Haben wir zumindest schon mal eins da. Bin ja mal gespannt hier. So. Weiter geht's im Text. Beugt euch daneben, oder? Oder vielleicht setzt ihr den auch nach vorne. Wie groß bist du denn eigentlich? Sieht ja schon wieder so aus. Pause. So. Was haben wir denn hier? Leute, es ist zum Zack. Wir machen wieder einmal auf groß. Weil es ja wieder ein bisschen ätzend ist.
Okay. Das sieht mir hier aus nach. Das sind die Stil-Dinger. Das dürfte denn hier. Weiß ich nicht. Und weiß ich auch nicht. Sehr nett. Auf alle Fälle ist das ein 3x3. Ach so. Vielleicht könnte ich mir ja mal angucken, wie das Ding fertig aussieht. Vorne wäre der Schalter so dran. Das wäre also hier der Control-Block. Dann werde ich es auch vielleicht in die Richtung bauen, oder? Macht doch am meisten Sinn, würde ich sagen. Pause. Okay, also Stil. Da. So. Was haben wir denn jetzt hier? Machen wir das hier so hin, so? 3x3. So. Nee, weiter weg. Ah, das gefällt mir alles nicht hier. So. War da irgendwas wieder verkehrt gerade, oder? Nö. Wart nicht. Ich hab ja gesagt, so rum, richtig? Ja. Den einen runter, alles klar. Haben wir den dahin und der kommt dahin. Und die beiden Fluid Pipes kommen in der Mitte, oder? War das nicht so? Komm her, hier, mach, zeig doch mal hier. Mach doch. Könnt schon wieder hier, da, mach. Das passt schon. Ist das eine Fluid Pipe? Ja. Mensch, ich war. Ja, die Stack Overflow. Leck mich doch. So. Nee, das ist der nicht. Das ist der nicht. Der muss doch irgendwie. Oder warte mal, na klar kann der das sein, weil. Der verbindet sich ja denn mit dem Block, der oben drüber liegt. Und meine Fresse, ist denn das zu fassen hier? So, komm mal her hier. Aha. Okay, Engineers. Das sollte funktionieren hier. Machen wir einmal den dahin. Den Engineer. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er wieder. Machen wir hier den Engineers-Block. Dann haben wir hier die vier Barrels. Keine Ahnung, ob das richtig ist. So, gucken wir mal weiter. Da kommt ein Zaun hin. Aber hier fehlt doch denn noch was. Sollten doch drei Zäune sein. Hm. Okay, Freunde. Hier ist auch irgendwas nicht richtig. Ach. Gut. Dann machen wir halt eins. Dann werden wir auch hier wieder Google anschmeißen. Hier automatisch will ich nicht. Hier auf normal ist schön. Meine Fresse. Ja, dann googeln wir halt nebenbei die ganze Zeit. Ist doch gar kein Problem. Wie hieß das Ding hier? Squeezer. Mein Gott. Dann ist es eben so. So, jetzt gibt mir doch mal hier eine Konstruktion. Wo? Das sieht schon mal. Auf alle Fälle der, aber es gibt mir doch mal. Wie sieht denn der hier aus? Haben wir auch nicht. Ja, ist natürlich spannend jetzt hier. Was haben wir denn hier? Construction. Vielleicht kommen wir ja hier einen Schritt weiter. Ist das doof. Natürlich schade, dass das jetzt so verbuggt ist. Habe ich mich so ein bisschen drauf gefreut, auch mal mit Immersive Engineering was zu machen.
Und dann hat man hier so eine Probleme. Ich möchte gerne wissen, ich habe noch 2 Zäune übrig und ich habe noch die Kolben übrig. Wenn man könnte jetzt raten, wie das da rankommt. Die Frage ist ja auch, in welche Richtung der... Der Kolben müsste wahrscheinlich von oben zeigen. Er presst ja irgendwas. Ist echt furchtbar. Aber ich komme hier, ich sehe hier nur fertig aufgebaut. Ich komme hier tatsächlich Immersive Engineering. Gehen wir nochmal Industrial Squeezer ein. Vielleicht hilft das ja so. Ist auch nur aufgebaut. Habe ich nur aufgebaut. Ich gebe mir doch mal wenigstens ein kleines Bildchen. Das reicht mir doch völlig aus. Ich möchte jetzt hier nicht stundenlang rumraten, aber ich möchte auch nicht stundenlang hier euch das Standbild da präsentieren, während ich hier bei Google rumsuche. Das ist ja wunderbare Vorbereitung. Das senkt so ein bisschen meine Laune gerade, ehrlich gesagt. Ich meine, keine Ahnung, ob das so sein muss oder nicht. Geh mal davon aus, dass ich hier vermutlich den Kolben nach unten zeigen lassen muss. Gucken wir mal. Ja. Okay, der wartet natürlich wieder nicht. Dann müssen wir mal gucken, was wir von unten hier hinkriegen. Ah ja, okay. Also keine Ahnung. Haben wir denn jetzt hier? Ist es so richtig? Ist es so nicht richtig? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh. Jetzt habe ich gerade die getrennt voneinander. Oh! Okay, ich habe richtig geraten. Das ist ja schon mal viel wert. Da ist eben eine Ratestunde. Okay, wir brauchen trotzdem nochmal einen Hebel hier ganz kurz mal. Ok. Ein Ok. So, zack. Was hab ich denn da gerade gesehen? Was ist denn das? Body Part Template? Das? Witz. Aha. Als Platzhalter. Chiseled Armor. Okay. Ist ja interessant. Ah, okay. Auf alle Fälle ist er das schon mal. Aber Strom braucht er doch auch bestimmt, oder? Genau, Strom braucht er. Alles klar. So, wo haben wir denn den Strom hier eigentlich? Ist das hier Strom? Warte mal, mal kicken hier, wo der Strom ist. Weil das war der orangene Part hier, wa? Ja. Nee. Das waren die Dinger. Hier sehe ich keinen. Das ist Ausgang. Hier ist Eingang. Ja, läuft ja. Wie sind die Dinger? Powerzelle. Hier, komm mal her, hier, machen wir mal. Haben wir halt noch einen Stromverbraucher drinne? Bin ich ja echt mal entspannt hier. Achso, dann soll ich vielleicht nochmal... Hatte ich jetzt die Dinger wieder rein geschmissen oder hatte ich sie nicht rein geschmissen? Hatte ich wieder ins System geschmissen? Meine Fresse hier, resonant hier, da haben wir es doch. Eingang, Eingang. Könnte jetzt theoretisch der Strom sein. So, haben wir erstmal hier Link. Wir machen hier einen Output dran. Und dann haben wir jetzt hier... Okay, der ist jetzt schon mal nicht. Alles klar. Der ist jetzt wahrscheinlich auch nicht... Doch. Nee, ist er nicht. Ah, ist er nicht. Genau. Haben wir denn hier noch? Hier ist es auch nicht. Hier geht daran. Da verbindet er sich. Das heißt, das könnte dann hier jetzt theoretisch der Strom sein. Hier links ist er noch. Ja. Gucken wir. Okay, alles klar. Boah, ist das anstrengend. Gut. Aber dann haben wir wenigstens schon mal das nächste fertig. Alter, Fahrer, da ist das. Also das mit dem.
Bitte, Update. Bitte. OpenGL-Fehler. Mitten im Spiel. Dann auch nicht mal die Grafikkarte oder sowas. Naja, gut. Den setze ich nochmal ein bisschen um nachher. Mal gucken, wie der Rest nachher aussieht, weil ich befürchte, den Crusher brauche ich ja auch noch. Kann ich mir hier irgendwie Rezepte anzeigen lassen? Eingang, Ausgang. Achso, Eingang, Ausgang. Ja klar, das ist so Item. Haben wir hier Ausgang. Theoretisch kommt hier was rein. Das könnte der Coke das sein. Dann kommt der Coke das raus. Dann sind das wahrscheinlich das andere da. Das kommt dann da, geht dann da rüber, macht mal rum, macht einen Bogen rechts und links. Pi mal Daumen durch Bierdeckel. Ja, gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bin ja schon mal froh, dass das wenigstens hier funktioniert. Und meine Anlage hier scheint auch zu funktionieren. Wir gucken nochmal, was die Pulverizers, die pulverisierten Dinger hier sagen. Jo. Wird was ein bisschen übergelaufen, weil ich hab's eine Weile laufen lassen, damit was drin ist. Okay, das funktioniert. Umbau, haben wir das da? Alles klar, meine Freunde. Ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, so, ein bisschen. Mal ein paar Screenshots schießen hier. Ja, sehen wir uns morgen wieder. Also, bis dahin. Und tschüss.